Griechenland, mitten im August im 5. Jahrhundert vor Christus, inmitten der persischen Kriege. Xerxes und die persische Armee rücken nach Athen vor. Doch Leonidas und seine 300 Spartaner kämpfen bis zum Tod am Engpass der Thermopylen, dem heißen Tor. Jacques-Louis David, nicht zu verwechseln mit dem Friseur Jean-Louis David, ist erst Maler der Akademie Royale unter Ludwig dem 16., dann Organisator der Revolutionsfeierlichkeiten unter Robespierre und schließlich im Dienst des größenwahnsinnigen Napoleon. Doch der Wind dreht, der Kaiser wird von den europäischen Monarchien zunehmend in die Enge getrieben. Und das kommende Ende der Herrschaft nutzt David, um ein Mammutbild zu malen, das ihm seit 15 Jahren im Kopf herumspukt. Es zeigt die Spartaner in ihrem Lager kurz vor der letzten Schlacht. Im Vordergrund ein Reigen von Männerkörpern in lebendigen Farben. In der Ferne die Ankunft der persischen Flotte. Im Zentrum sitzt Leonidas, den Blick gen Himmel, schon fast nicht mehr von dieser Welt. Hinter ihm ein kleiner Altar zu Ehren des Herkules, des Helden aller Helden, dem mit Lorbeerblütenkränzen gedacht wird. Links ritzt ein Soldat eine letzte Botschaft in den Stein, bald Grabstein, während der alte Blinde schon losstürzen will in die Schlacht. Rechts wird geschmust, ein letztes Adieu zu Trompetenklängen. David malt einen Moment der Anspannung. Statt den Höhepunkt zu wählen, die Schlacht selbst, wählt er die qualvolle Ruhe vor dem Sturm. Diesen Schwebezustand beleben nur die Körper. Kräftige Beine, starke Arme, runde Hintern und glänzende Schwertscheiden. Die klassische Nacktheit der Helden wird betont durch die Schwerter, die sicher nicht zufällig zwischen den Beinen hängen. Für Maler galt es damals als Bravourstück der Anatomie, Körper abzubilden, die männlich und nicht weiblich waren. Einerseits, weil es als schwieriger galt, männlich definierte Muskeln zu malen, als weiche, runde Frauenkörper. Wie nett. Außerdem galt es als unmoralisch, in der Kunstakademie nackte Frauen posieren zu lassen, weil dort ja fast nur Männer waren. Entstand also die Homoerotik aus der Not heraus oder war der Anstand nur ein Vorwand für verbreitete homosexuelle Gelüste? Wer weiß. Jedenfalls steht der männliche Körper, unterstützt durch die Bildwelt der Antike, Ende des 18. Jahrhunderts für Sinnlichkeit in allen erdenklichen Spielarten. 1791 malt Girodet seinen schlafenden Endymion im Mondschein. Eine strahlende Figur zwischen Neoklassizismus und Romantik. Der Lichteinfall wirft einen Schatten auf den Genitalbereich, was das Ganze umso androgyner wirken lässt. Manche sehen in dieser Wirrnis der Männlichkeit ein Zeichen der Verunsicherung durch die Revolution. Andere hingegen vielmehr ein Zeichen einer maskulinistischen Gesellschaft, die Frauen komplett ausgrenzt. Auch hier Fragezeichen. Trotzdem muss man die Vielfalt der Männerkörper in diesen Werken bewundern. Denn Männlichkeit ist hier kein Kampf, sondern vielmehr Teamsport. Ausgleich!